Das Who is Who Deutschlands namhaftester Redner und Impulsgeber hat sich am Dienstagvormittag beim ersten Deggendorfer Business Forum in der Stadthalle versammelt. 10 hochkarätige Redner, 10 attraktive Themen. Und das alles für einen guten Zweck. Ja gut, nachdem Deggendorf ja wirklich von einer Katastrophe ersten Grades heimgesucht wurde, war einfach mein erster Weg, einmal irgendwas zu tun. Und da habe ich Hermann Scherer gefragt, ob er denn die Möglichkeit sähe, hier bei uns aufzutreten. Wir haben einen Termin gefunden. Er hat weitere Referentenkollegen von ihm gefragt. Und so kam der erste Deggendorfer Business Forum zustande. Egal ob Scherer, Gamm oder Grieger Langer, sie alle sind Garanten für Inspiration, Information und Motivation. Und so vielfältig wie die Redner waren dann auch die Themen, die zur Sprache kamen. Da ging es beispielsweise um Chancenintelligenz, also letztlich die Fähigkeit, Chancen zu sehen. Ich glaube, das war ja auch mit so die Auswahl des Vortrages, gerade in so Notzeiten. Heißt ja immer, Not macht erfinderisch. Und da müssen einfach Chancen angepackt werden, sehr pragmatisch angepackt werden. Wir haben einfach nicht mehr die Zeit abzuwarten, sondern müssen oftmals direkt und schnell handeln. Bei Referent Frieda Gamm aus Schorndorf gab der Brief eines Hochwasseropfers aus Deggendorf den Ausschlag für seinen Vortrag. Da kam mir sofort ein Sinn, da könnte man doch nehmen den legendären Boxkampf zwischen Muhammad Ali und George Foreman 1974 in Zaire, wo die Ausgangssituation die war, dass der Ali keine Chance hatte, die beste Zeit schon hinter sich hatte, antreten musste gegen eine Herausforderung, die auch aus Medien- und Expertensicht nicht zu schaffen war. Ja, und das trotzdem angenommen hat und damit umgegangen ist. Profilerin Susan Grieger-Langer gab im Vorfeld der Veranstaltung zu bedenken, dass die Katastrophe für die betroffenen Menschen noch lange nicht zu Ende ist. Ich glaube, was am schlimmsten jetzt ist, für die meisten Bürger ist das Thema, wie man so schön sagt, gegessen. Das Thema ist durch. Aber die eigentlichen Folgen, die Wucht trifft die Opfer erst jetzt. Jetzt verstehen sie, was passiert ist, wie wenig Hilfe wirklich ankommt und was alles zu tun ist. Also nochmal bei Null anzufangen, wann auch immer in seinem Leben, das ist selten gewählt und in diesem Zusammenhang natürlich ein schweres Schicksal. Also von daher toi, toi, toi und wir wünschen viel Kraft. Das Interesse an der ganztägigen Veranstaltung in der Stadthalle war jedenfalls groß. Nicht nur, aber vielleicht auch, weil alle Redner zugunsten der Flutopferhilfe auf ihre Gage verzichteten. Eine Geste, die die rund 300 Teilnehmer durchaus zu schätzen wussten. Es ist eine großartige Leistung, so viele hochkarätige Dozentinnen und Dozenten zusammengeführt zu haben. Also ich kann bloß sagen, es war eine klasse Idee und danke an die, die Idee hatten. Also ich finde es toll, wie viele Redner sich dazu bereit erklären, da mitzumachen, um was Gutes zu tun. Ich denke mal, dass auch sehr viele Helfer heute da sind, die mitgeholfen haben damals. Also es ist eine großartige Sache. Ja, es ist sehr interessant, mal von so Fachleuten das Ganze zu hören. Und es haben sehr viele interessante Dinge dabei, die man aufs alltägliche Leben anwenden kann. Und so hat das erste Deggendorfer Business Forum nicht nur Geld in die Kassen der Flutopfer gespült, sondern auch dem ein oder anderen einen neuen Denkanstoß für seinen Alltag mit auf den Weg gegeben.